Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der Lego Ninjago Legacy Sticker Kollektion. Heute vier Blister hier. Es gibt vier verschiedene. Hier eins mit dem Evil mit so einer Hologrammkarte hier. Und Holo-Sticker. Hier ist es Lloyd, der zum goldenen Ninja wird. Dann haben wir Kai hier mit seinem Feuerschwert. Schuh, schuh, schuh. Dann haben wir noch Jay. So eine Kette. Links Stachel dran und natürlich noch mein Lieblingsninja Zane mit den Schuriken. Sehr, sehr cool. Okay, also vier Stück. Für alle gilt 6,99 ist der Preis. 50 Sticker sind enthalten plus coole 3D-Karte und 10 Holo-Sticker. Klar, 10 Booster. In jedem Booster ist ein Holo-Sticker drin. Dadurch kommen auch die 50 Sticker zustande. Ja. Wie gesagt, 6,99 jeweils und wir fangen mit dem ersten an hier, mit Lloyd. Meine Schere habe ich hier liegen. Also mal gucken, dass wir da ein Sticker-Tüch noch ein bisschen runterschütteln, nicht, dass ich in die Sticker reinschneide. Okay, auf geht's. Das kommt beiseite. So, und dann haben wir es geöffnet. Dann schütteln wir 10 Tütchen daraus. So, hier haben wir noch die Karte. Hinten drauf ist Meister Wu abgebildet. Dann hier Lego Ninjago Legacy. Und dann sieht man, wie er sich verwandelt vom grünen in den goldenen Ninja. Schon cool gemacht, die Karte, muss man sagen. Ja, 4 Stück insgesamt. So, dann haben wir 10 Sticker-Tütchen da noch. Und dann schauen wir doch mal rein, was uns an Stickern noch so erwartet. Dann haben wir eine Schlange. Dann hier Ninjago City, wohl leuchtend irgendwie. Das ist, glaube ich, die Nia. Kaut wie gerade Kaugummi. Dann haben wir wieder eine Schlange als Konturensticker. Und Lloyd, der grüne Ninja. Die Sticker machen wir alle mal so und die Konturensticker dann dahin. So also ein bisschen halbwegs vorsortiert. So, was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das ist auf jeden Fall die Nia, wie sie gerade trainiert. Das ist wieder eine Schlange. Dann haben wir wieder Lloyd. Und ach ja, hier der Dings. Cyrus oder so hieß der, glaube ich, dieser Dings, oder? War das nicht der, der irgendwie übernommen wurde von dem Bösen oder irgend sowas? Ich habe das alles immer nur so am Rande mitgeguckt, wenn mein kleiner Sohn immer das geguckt hat. So, dann haben wir hier den rechten Teil eines Puzzles, eines Doppelstickers hier mit den Schlangen. Dann, oh, ein Affe mit Säbel, ja, als Konturensticker. Dann Wu gegen Garmadon. Ja, nochmal ein Konturensticker hier, ein Yak, ein Bison, keine Ahnung. Und dann hier Lloyd im Training, glaube ich. Oder ist das, das der Kampf, das, nee, das ist das auf der Rollschuhbahn, das ist das mit den Meister der Elemente da. Auf der Rollschuhbahn, stimmt, da kann ich erinnern, da gab es eine Szene, wo es auf einer Rollschuhbahn waren, ja, ja, ja. Okay, weiter geht's. Das dürfte Cole sein. Dann haben wir, die obere rechte Ecke von einem Sechser-Puzzle hier, glaube ich, ist das. Da ist dann Sensei Wu abgebildet. Dann haben wir einen Konturensticker. Das ist doch dieser Moro, oder wie der heißt. Das ist ein Schlangenkopf. Und Kachloff, glaube ich, als Konturensticker. Weiter geht's. So. Da hätten wir Zane, müsste das sein. Dann haben wir hier die rechte untere Ecke eines Konturenstickers. Könnte das sogar hier die sein? Wie sieht es von Nummer her aus? 289 und 285. Ja, das passt sogar. Guck einer an. Das ist dieser Moro oder so irgendwas. Dann haben wir hier Cole. Und oh, die linke Hälfte hier von dem 6er-Sticker. Ja, cool. Fehlen noch 3 Teile, dann wäre der Sticker sogar komplett. Ne? Mal gucken, vielleicht haben wir noch einiges an Sticker-Tütchen. Und dann haben wir hier, ach, Nagakan heißt er doch, glaube ich, oder?
Der Flaschengeist. Das Glitzer-Sticker irgendwie. Der Nia beim Trainieren. Dann Kai beim Trainieren. Dann haben wir hier, das dürfte auch wieder Kai sein als Konturensticker. Und ist es Dareth? Glaube ich, irgendwie so, wie er gerade Chips futtert. So. Dann haben wir hier, ach hier, Samurai X ist das doch, gell? Oder ist das eine, ah, wohl mit den Augen ist das, ich weiß nicht, ob es da, doch müsste Samurai X, glaube ich, sein. Das ist wieder hier dieser Moro oder so irgendwie. Dann haben wir hier, das ist nicht eine von, der Postbote ist nicht eine von den Eltern, von den, der Vater von einem von den Ninjas, sondern hier Cole. Und dann hier ein Portal. Und Meister Wu, Sensei Wu, direkt davor. So, dann, ah, Garmadon. Aber noch mit zwei Armen. Ah, dann haben wir wieder hier einen Puzzle-Sticker und das dürfte sogar dieser hier sein und der passt, jawohl. Damit fehlen nur noch zwei auf der Seite. Dann haben wir hier wieder, oh, Lloyd. In einem Fight. Dann haben wir wieder Samurai X. Und was soll das sein? Das ist ein Drache, oder? Die Szene kann ich jetzt gerade gar nicht mal so einordnen. So, dann haben wir hier Sensei Wu. Dann, ah, das ist doch, ist das hier nicht Garmadon, wie er von der Schlange dann irgendwie vergiftet wurde? Ist das jetzt Jay oder ist das sein Vater? Ich Gott, so lange her, der Nagakan als Konturensticker. Und Garmadon, der hat, glaube ich, die goldenen Waffen sich irgendwie gerade geschnappt oder so. Und, glaube ich, auf dem Flugsegler oder so war das. So, dann haben wir hier Kai. Das letzte Sticker, dann haben wir hier, oh, eine Waffe. Da irgendein Schwert oder so als Konturensticker. Dann Samurai X als Konturensticker. Kai. Und hier ist das ein Nindruid mit einer Waffe als Konturensticker. Ich glaube schon. Gut. Weiter geht's. Zweites Blister Pack. Und dann haben wir, dass wenn das durch ist, haben wir die Hälfte durch. Okay, schauen wir mal. Huch, auch nicht schlecht. Habe ich die Hälfte vom Plastik schon in der Hand. Oh, direkt schon das erste Stickertütchen raus. Dann kann ich dann auch da rausholen und das auf den Boden schmeißen. So, dann haben wir hier Kai mit seinem Feuerschwert. Dann vor so in normal stehend und Kampfpose so ein bisschen irgendwie. Sehr cool, die zweite Karte. So, ist da hinten drauf selber abgebildet, auch Sensei Wu. Ja. Genau, von der Rückseite her identisch. Weil die beim Ninjago-Movie, glaube ich, die war sogar durchnummeriert. Da gab es 6 verschiedene. Die gab es auch nicht in Blistern, die gab es irgendwie mit den verschiedenen Starter-Packs oder so. Da musste man sich das Starter-Pack mehrmals kaufen. So, oh, da hängt was. Da hängt wieder Samurai X. Das müsste Jay sein. Normaler Sticker. Dann haben wir hier Sensei Wu mit der roten Karte. Das ist Zane. Und das ist Jay. Wie gesagt, sollte ich mal irgendeinen Ninja falsch zuordnen oder so, dann seht es mir bitte nach. Manchmal bringe ich auch was durcheinander. Dann wieder Garmadon. Dann Zane. Konturensticker. Dann hier. Ah, das war so ein Kampf gegen irgendwie so ein. Ich glaube auch wieder mit dem Moro oder so irgendwas. Dann haben wir hier Kai. Mit Hausschuhen. Die sehen ja niedlich aus. Und hier Kai und Garmadon. Das ist wohl, Kai, glaube ich, der einzige ist, der Garmadon nicht vertraut und dann versucht er wirklich die goldenen Waffen an sich zu nehmen und hat er doch recht gehabt irgendwie. Es ist nicht gut, war ihm zu vertrauen. Da haben wir Sensei Wu. Dann der rechte Teil eines doppelten Bildes quasi hier mit Kai und müsste Cole sein, glaube ich. Puzzle legen wir mal hier hin. Dann haben wir Sensei Wu, wie ein Stecker vom Videospiel rauszieht, genau.
Dann die Schlangen hier mit ihrem Kind. Und das ist wieder Kai als Konturensticker. So. Ein Glitzersticker-Puzzle. Und zwar die rechte obere Hälfte legen wir mal da oben hin. Dann haben wir irgendein Logo als Konturensticker. Dann haben wir Jay, Meister des Blitzes. Dann haben wir Cole, Meister der Erde. Und Lloyd als Konturensticker. So. Dann haben wir hier wieder Kai. Dann ein Portal, durch das die alle gehen. Dann haben wir wieder Zane, wieder dieser Jack oder was das war. Und Cole. Dann Meister Chen oder so ähnlich dann. Hier wieder die Nia beim Training. Dann haben wir hier wieder ein Emblem. Kai beim Training. Dann hier wieder dieser Drachenkopf, glaube ich. Und der Dareth wieder, wie er Chips futtert. Eieieiei. Der und seine Chips. Oder was auch immer, er isst immer was anderes. Ach, das ist doch der Klaus, oder? Heißt der, glaube ich. Hier vom. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, wenn ich ihn sehe, komme ich hoffentlich drauf. Der Mo oder so ähnlich. Dann hier wieder der. Ah, der Postbote. Der Kai. Und ein Portal mit Sensei Wu vorne dran. Ja, genau hier. Der Chen. Hatten wir nicht davor? Nee, doch da, genau. Das ist übrigens ein. Sein Gehilfe am Anfang irgendwie. Und dann macht er auch sein eigenes Ding später. Ah, die untere Hälfte eines doppelten Stickers. Den gehen wir auch mal da oben hin. Dann, jetzt haben wir nochmal den Teil hier, den rechten mittleren Teil. Hier haben wir nochmal Lloyd in einem Wirbelsturm. Dann Nia als Samurai X. Und ja, das ist doch hier dieser, wo ich vorhin gemeint habe, dass das der andere gewesen wäre, der dann übernommen wird, der so Steve Jobs mäßig so ein bisschen, der diese Uhr rausbringt dann da. Cyrus, glaube ich, also Cyrus Borg oder sowas. Dann haben wir hier Zane als Blitzersticker. Dann wieder hier Gamadon in der menschlichen Form. Dann wieder Jay, glaube ich, oder sein Vater. Dann Nagaka als Konturensticker und Gamadon mit den goldenen Waffen. So, letztes Sticker-Tütchen des zweiten Blitzers. Halbzeit erstmal. So. Dann haben wir Lloyd als Glitzersticker. Dann haben wir hier die Nia. Dann das Schwert ist hier mit Nagakan, glaube ich, oder? Dann haben wir Kai. Und das ist. Ist es auch Kai oder ist es Nia? Ich glaube, das ist Nia, oder? Irgendwas Rotem? Ich weiß es nicht. Naja, okay, also. Jetzt haben wir die Hälfte durch. Zwei Blister haben wir noch hier mit jeweils 10 Boostern. Und der Holo-Kater. Dann machen wir auch direkt weiter. Das Video wird sowieso schon lang genug werden. So, das kann ab. Dann versuchen wir hier wieder irgendwie ranzukommen. Schneiden es auf. So. Dann rufen wir das hier so ein bisschen ab. Wenn es noch kommt, immer schneide ich mich bei der Aktion nochmal. Dann geht wieder ein Stück ab von der Leine. So. Und so. 10 Booster. Und dann hier die dritte Karte. Jay. Wenn er so nach vorne stößt oder es zu sich zurückzieht, dann. Ja, cool. Zack. Und weiter geht's, die nächsten 10 Booster-Sticker-Tütchen. Da hätten wir Samurai X. Da wir hier in Yago City bei Nacht. Nia beim Kaugummi-Kauen. Wu gegen Gamadon. Und Lloyd.
ist wieder dieser Geist, dieser Moro, glaube ich. Dann Nia wieder am Trainieren. Dann haben wir Cole. Dann Lloyd. Und wieder der, wie gesagt, ich meine, das wäre der, der dann irgendwie dieser Erfinder von der Uhr, der dann irgendwie besessen wird von dem ultimativen Bösen oder so. Irgendwas war da, glaube ich. Dann haben wir Pixar. Als letzter Sticker dann wieder der Affe mit dem Messer. Dann eine Schlange. Wieder das Jack oder was es ist. Und hier Lloyd bei dem Kampf mit den Elementarmeistern da irgendwie auf der Rollschuhbahn. Dann haben wir die linke Hälfte eines doppelten Stickers mit den Schlangen. Dann hätten wir hier Nia. Dann wieder ein Emblem als Kulturensticker. Dann ist es auch die Nia hier in einer Art Hochzeitskleid, glaube ich. Dann alles auf dem Schiff hier. Der Darius, wie er über die Planke geschickt wird. Weiter geht's. Das ist wieder Teil des großen Glitzerbildes. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Platz machen, damit ich das Glitzerbild auch so ein bisschen... so, weil das ist ein unteres Puzzleteil. Und das gibt hier dieses große Glitzerbild. Ich werde mal hier die Karten mal beiseite legen, so übereinander stapeln, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Und das ist wieder die rechte untere Hälfte von dem hier. Der Moro. Oh, Lloyd auf einem Motorrad. Und das ist wieder die linke obere Ecke. Also irgendwie haben wir jetzt die zweimal. Die rechts oben nur einmal und dafür fehlt dann aber links unten und links Mitte. Und direkt wieder ein Teil des großen Puzzle-Stickers hier mit. Das Glitzer-Puzzle-Stickers. Das ist dann die linke untere Ecke. Wieder die Nia beim Trainieren. Kai beim Trainieren. Haben wir hier Zane. Und Dareth mit der Chipstüte. So, ob wir es noch schaffen, in diesem Video einen der beiden Sechser-Sticker vollzukriegen. Also ich meine, insgesamt mit allen Stickern, die ich schon habe, werde ich es bestimmt haben. Wieder der Moro, glaube ich. Da nochmal. Werde ich es bestimmt schaffen. Der Postbote wieder. Der Kai mit seinen Hasenpantoffeln. Und Wu vor dem Portal. Aber werde ich es auch innerhalb von einem Video schaffen, alle sechs verschiedenen Sticker zu bekommen? Wir werden es sehen. Das ist hier die untere Hälfte eines Doppelstickers. Dann haben wir zum dritten Mal jetzt die rechte Mitte. Den rechten mittleren Teil hier. Dann wieder Lloyd im Wirbelsturm, Samurai X und der Kai als Konturensticker. So. Dann haben wir hier eine Schlange. Ich kann mir nie merken, wer da hier Pythor ist und wer, keine Ahnung, wie die anderen Schlangen noch heißen. Da haben wir wieder Gamadon als Mensch, gebissen von der Schlange. Jay, dann Nagakan als Konturensticker und Gamadon mit den goldenen Waffen. So, letztes Stickertütchen fürs dritte Blisterpack. Dann kommen wir auch schon zum letzten Blister. Das wird langsam eng. Ach, das ist auch eine hier von Nagakans Crew, meine ich. Dann wieder hier dieses Schwert. Das Feuerschwert, glaube ich, als Konturensticker. Dann Samurai X als Konturensticker. Cole. Und ein Nindroid mit einer Waffe. So, also wir nähern uns, was ich mal gucken wollte. Nicht, dass das obere Teil des Puzzles hier irgendwie drin war. Ich war mir nicht mehr sicher. Ah ne, das war ein rechter Teil von einem Puzzle, was wir hier noch hatten. Weil sonst hatten wir kein Puzzle sonst hier drin. Oder es waren immer nur Einzelsticker. Normalerweise lege ich die raus. Ich wusste, ich hatte vergessen, eins rauszulegen vorhin. Habe ich erst gemacht, als dann das eine Teil von dem 6er-Sticker kam. Oh, das sieht alles nur Einzelstickern aus hier. Nee, alles Einzelne. Ja. Nee, halt, da. Da ist nochmal eins. Das könnte sogar die andere Hälfte sein von dem. Das wäre ja cool, dann haben wir zumindest einen Doppelsticker zusammengekriegt. Und es passt. Ja, guck mal an. Also, einen Doppelsticker haben wir voll. Den lege ich mal nach unten. So, da haben wir zweimal dasselbe. Das heißt, da fehlt nur die obere Hälfte. Hier fehlt dann die rechte untere Ecke und hier fehlt links Mitte und links oben. Hier fehlt links Mitte und links unten. Und von dem hier fehlt noch die linke Hälfte. Gut, also letztes Blister. Mal gucken, was hier so drin ist. So,
ein letztes Mal schneiden, ein letztes Mal die Möglichkeit, mich irgendwie zu verletzen. So, schon mal gut. Schere kann weg. Dann reißen wir hier das Plastik ab. Da haben wir es schon ein bisschen aufgerissen. Das weiß ich jetzt nicht weiter, sonst schneide ich mich wirklich noch. Das brauche ich jetzt so nötig wie sonst was. Deswegen lassen wir es einfach alles rausfallen hier. So, die Karte noch und weg mit. Perfekt. So, dann haben wir hier noch Zane, wie er gerade seine Eisschuriken schmeißt. Sehr cool. Jawohl. So, und die letzten 10 Stickertütchen. Schaffen wir es noch, eins von den 6er-Bildern voll zu kriegen? Mal gucken. Und es ist die obere Hälfte von einem Doppelsticker. Und es könnte... Nein, ist es nicht. Es gibt also noch einen Doppelsticker. Dann haben wir hier wieder Meister Chen. Dann, keine Ahnung. Das ist Sensei Wu als Konturensticker. Und hier ist wieder dieser... Ist das wieder der Moro oder ist das dann... Ist das der Klaus? Ach, ich blick da nicht mehr durch. Das mit dem Nagakan habe ich auch nicht so viel gesehen. Das war das mit dem Ejitsu und so. Da habe ich auch nicht mehr ganz so gut aufgepasst bei. Das muss ich mal irgendwann nachholen in der ruhigen Minute. Das müsste... Nee. Das ist Zane hier mit den Schuriken, oder? Sieht aber mit Blitzen aus, so ein bisschen aus wie Jay. Ach, egal. Wieder eine Schlange. Könnte es Pyto sein? Ich weiß es nicht. Dann ist das, oh Gott, ist das ultimative Böse? Kann das sein? Ach, das ist doch auch hier der den Dings wiederbeleben will. Das ultimative Böse, irgendwie das Virus. Ist das hier? Ach, das ist das, wo die Klamotten gewaschen wurden, glaube ich, irgendwie. Und der dann andersfarbige hat, der Zane. Da hat er, glaube ich, dann wurden die Klamotten irgendwie mit Rot gewaschen. Und dann, seitdem hat er dann irgendwie rosa kurzzeitig getragen, glaube ich. So, ist das auch der Chen, Meister Chen? Ich glaube schon, sieht ein bisschen jünger aus. Das ist wieder dieser Moro, glaube ich, oder nee, dieser Sensei da, glaube ich, ist das, oder? Dann, das ist das Cole, kann das sein? Ah, hier einer von den Skeletten als Konturensticker und Jay! Genau, da war irgendwas doch hier mit dem Dings. Mit dem Mantra da, also Anführungszeichen, was er gerade hatte, so wie Eisen schärft, schärft der Sensei seine Schüler, kann ich mich noch erinnern, das kam ständig. Dann haben wir wieder den linken Teil von dem Sticker, das war, haben wir schon beide Teile gehabt, haben wir festgestellt. So rum, oder? Nee, doch nicht so rum. Ach, er hält die hoch und die sitzen da drauf. Cole trainiert hier mit Jay und Nia. Cole als Konturensticker. Dann hier irgendwie die Ninjas, aber mit dem verbundenen Mund. Und es ist auch, glaube ich, dieses Elementarmeister-Gedöns da. Das Geraffel. Das Elementarmeister-Geraffel. So, ist es hier, heißt der nicht Ronin? Nee, Ronin, irgendwie sowas in der Art, da glaube ich der. Dann hier die Skelette. Dann der Mech von Samurai X. Im Restaurant. Und ach, das ist doch, glaube ich, hier Jay und Nia, oder? Als Kinder, beziehungsweise Nia noch als Baby fast schon. Oder noch als Baby. So, dann haben wir wieder Samurai X als Glitzersticker. Dann haben wir hier... Ist das Nia? Ich weiß es nicht. Wieder ein Skelett. Dann haben wir Gamadon als Konturensticker und eine Schlange. Genau, das ist dann eine von den, die weiße Schlange. Ja, die hieß auch nochmal anders. So, dann haben wir hier... Ich würde sagen Zane. Gamadon. Ah, Wu mit einer Schlange. Dann hier wieder Ninjago. Und wieder die Skelette. Na, kommen keine Puzzle-Sticker mehr. Was ist los? Wir werden es wohl nicht schaffen. So, dann haben wir Samurai X als Glitzer-Sticker.
Zane als Konturensticker. Dann hier, das ist nicht Wu, das ist Gamadon in jungen Jahren, meine ich. Dann haben wir hier Lloyd als Konturensticker. Und das ist auch nur aus der Vergangenheit, glaube ich. Der Wu und Gamadon, glaube ich, zusammen irgendwie. Oder ach, keine Ahnung. Dann haben wir hier wieder. Ist das jetzt wieder dieser Moro? Ich glaube. Ah, das sind hier wieder die von den Luftpiraten da. Vom Nagakan da. Dann Samurai X als Konturensticker. Lloyd mit. Keine Ahnung. Und ist es ein Nindruid? Ich glaube schon, als Konturensticker. So, letztes Stickertütchen. Also, das schaffen wir auf keinen Fall mehr. Ja, wir könnten noch eins von den Doppelstickern hier fertig kriegen, wenn jetzt hier der passende Glitzer-Sticker drin ist. Und das nur noch, wenn wir jetzt hier zwei Puzzle-Sticker drin sind, auch hier richtig. Ne, es ist Pixar. Also, nichts mit den Doppelstickern hier. Dann haben wir Samurai X. Dann haben wir hier wieder. Das müsste Gamadon sein, glaube ich. Ach, hier der kleine Lloyd Gamadon, genau, wo er noch ein Kind ist und dann irgendwie Unruhe stiftet. Und ach, wo sie gegen ihre Doppelgänger kämpfen. Ja, ich erinnere mich, genau, in der Schule da irgendwie. Das war auch wieder vom Lloyd eingefädelt, vom jungen Lloyd. Der war ja am Anfang böse, da kann ich mich noch dran erinnern. Genau, der hat es dann abgesehen, haben sie ihn irgendwie dann älter gemacht, dann später in so einem Comicbuchladen. Also irgendwas bekommen und dadurch wurde er dann älter und dann hat er mittrainiert und alles mögliche. Ja, so, das also die Ausbeute aus. Ich räume das immer so ein bisschen zusammen hier, weil das Bild haben wir eh nicht voll und die anderen auch nicht. Aus 4 Blister Packs ein ganzer Haufen Sticker und ja, 4 Karten hier mit Zane, Jay, Kai und Lloyd. 4 coole Ninjago Legacy 3D Karten. Ja, so, dann heißt dann jetzt auch wieder sortieren und gucken, was ich einkleben kann und was zu den doppelten Stickern zählt und dann mal gucken. Kommt ja noch dann auch komplette Stickerbox und gucken, ob danach überhaupt noch irgendwelche Sticker fehlen oder ob ich dann mittlerweile alles beisammen habe. Das wird sich dann nach der Stickerbox zeigen, dann habe ich alle Produkte geöffnet und alle Sticker dann auch mal durchgeguckt und dann mal schauen, ob ich noch irgendwie was ertauschen muss. Das können wir uns ja vielleicht gegenseitig helfen. Schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, wenn euch noch Sticker fehlen und ihr vielleicht auch Sachen doppelt habt oder so, vielleicht können wir da irgendwie tauschen. Genau, noch generell über Lego Ninjago Legacy oder hier die Sticker-Kollektion können wir gerne mal ein bisschen in den Kommentaren quatschen. Würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir einfach mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch in den Telegram-Channel kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Von da könnt ihr dann auch in den Telegram-Chat springen und mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Telegram ist komplett kostenlos und der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu meinem Hauptkanal Lengli1013. Hier gibt es Unboxings zu diversen Lootboxen, Collector Editions sowie verschiedenen Sammelkartenserien. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ciao!